Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Mittwoch. Ja, wir haben Mittwoch. Heute geht es mir echt, echt gut. Ich habe so gut geschlafen. Ich bin zwischendurch mal durch das Unwetter wach geworden, so gegen 3 Uhr morgens. Bin dann aber relativ schnell wieder eingeschlafen. Das war ja eine Katastrophe, was gestern abging. Hier ist wirklich die Welt untergegangen in Hessen. Also wirklich mit Starkregen, Blitze, Donner, Gewitter, Hagel, was weiß ich was. Also es war richtig, richtig krass gewesen, was hier los war. Es war so laut. Also als ich um 3 wach geworden bin von der Lautstärke, hatte ich noch kurz überlegt, so, ah ja, dann fahre ich morgen mal direkt zur Werkstatt und so, gell? Und dann mal gucken, wie groß der Schaden ist und sowas. Ich bin davon safe ausgegangen, dass alle Autos zertrümmert wurden. Also wirklich, das war so unnormal laut gewesen. Ich habe echt gedacht, das sind so große Hagelkörner, die alles kaputt machen. Also es war echt heftig gewesen. Naja, es ist nicht der Fall. Die Autos sind alle ganz, aber hier ist so viel an Bäumen, Ästen und was weiß ich was, was durch die Gegend geflogen ist und rumliegt und keine Ahnung. Naja, meine Erkältung ging es heute Morgen eigentlich auch ganz gut, weil ich bin die letzten Nächte oder die letzten Tage aufgestanden morgens und hatte morgens immer Kopfschmerzen oder Nase zu oder sowas, hatte jetzt gar nichts. Tatsächlich nur Hals halt eben noch. Jo, mach mir gleich mal einen Tee und werde mal was frühstücken, in den Tag starten. Es ist so eklig heute, komplett grau bewölkt. Heute soll es auch regnen und so, so richtig bäh. 17 Grad, ich habe mir erstmal einen Schal angezogen und so eine dickere Jacke. Ja, welcome back in Germany, sage ich nur dazu. Oh Mann. Ja. Heute ist tatsächlich, steht nichts an. Deswegen möchte ich versuchen, heute einfach so viele Videos zu schneiden, wie es irgendwie geht. Das gleiche habe ich auch für Freitag geplant. Genau. Morgen ist der Turnen von den Jungs. Da werde ich noch einen Jungen mitnehmen, Freund von Lias, vom Kindergarten aus und dann mit 3 Kids zum Turnen gehen und so weiter. Mal gucken, wie es wird. Ja, ansonsten steht jetzt die Woche noch nicht so viel an, eher so Vorbereitung. Nächste Woche steht halt einiges an, vor allen Dingen, weil mein Mann nicht da ist. Deswegen muss ich die Woche halt eben nutzen, um einfach Vorbereitungen zu treffen. Ich habe gestern Abend, als dann alle mal im Bett waren, alles Roger war, habe ich Bridgerton zu Ende geschaut. Das war ja ein Akt diesmal gewesen. Ich habe ja die erste Folge im Urlaub geschaut, dann wollte ich die zweite Folge anschauen, bin dabei eingeschlafen, dann wollte ich sie mir an einem anderen Tag anschauen, bin dabei eingeschlafen und es ging irgendwie ein paar Mal so. Auch jetzt, seitdem wir wieder zu Hause sind, war das dann bei der dritten Folge mehrmals so, dass ich eingeschlafen bin. Also absolute Katastrophe. Jetzt habe ich gestern dann die dritte Folge zu Ende geschaut. Da waren nur noch ein paar Minuten. Dann habe ich die vierte Folge, die letzte Folge angeschaut. Und das war dann, ich habe am Anfang geschaut, dann mittendrin bin ich eingeschlafen, dann bin ich wieder wach geworden, habe dann den Rest geschaut. Also ich muss mir auf jeden Fall irgendwann mal, wenn ich, keine Ahnung, früh genug anfange oder wenn ich irgendwie mal nachmittags baden gehe oder sowas am Wochenende oder keine Ahnung, mir wirklich alle 4 Folgen nochmal ganz in Ruhe angucken, weil das war so ein Durcheinander. Ich check irgendwie immer noch nicht alles, weil ich so abgehackt geguckt habe und ständig eingeschlafen bin, dann wieder aufgewacht bin, weitergeguckt habe und zwischendurch dann aber den Rest nicht und ach, Katastrophe, auf jeden Fall. Habe ich es aber auch, wie gesagt, mit ein paar Lücken zu Ende geschaut, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Also ich finde die, ja, ich könnte die wirklich die ganze Zeit von Anfang bis Ende, erste, zweite, dritte Staffel, die ganze Zeit gucken und es wird irgendwie nicht langweilig. Liebe ich wirklich. Also ganz, ganz, ganz tolle Serie. Jo, ich hoffe, es kommen noch weitere Staffeln, hopefully. Joa. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich erzählen. Ich weiß gerade nicht mehr was. Achso, meinem Auge geht es übrigens besser. As you can see, es ist nicht mehr so katastrophal rot wie gestern. Also sehr, 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 sehr nice. Habe ich heute Morgen meine Gesichtsroutine gemacht und habe dann gemerkt, so hey, es tut auch nicht mehr. Weil die ersten Tage ist es so, dass wenn man so drankommt, dass auch so das Auge ein bisschen so empfindlich ist. So ein leicht weh. Es ist kein Schmerz, es ist eher so ein Druckding halt eben. Und das ist auch nicht mehr da, deswegen
voll nice. Egal, ich passe auf jeden Fall noch mal ein paar Tage auf und mache auch noch weiterhin die Tropfen. Und ich muss mich trotzdem, ich habe es nämlich gestern nicht gemacht, mich um die Ärzte kümmern. Ich habe nämlich gestern mich wirklich zwischendurch dann, wenn ich mal 2, 3 Minuten Zeit hatte, nochmal um Taufsachen gekümmert. Wir haben ja gestern nochmal Fotos gemacht. Und da habe ich gestern dann halt eben diese Sticker bestellt, wofür wir diese Fotos gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ich habe noch ein paar Sachen bestellt, was so für die Taufe halt eben war. Und das Kleid oder die Kleider habe ich final nicht fertig bekommen. Ich habe jetzt heute früh aber, ich weiß nicht, um kurz vor 7 habe ich mich an den PC gesetzt und nochmal geguckt und bin jetzt eigentlich durch und werde jetzt gleich die Bestellung abschicken und werde so einen Expressversand dann halt einfach zahlen. Genau. Und dann ist es innerhalb von 5 Tagen da und dann ist alles in Ordnung. Und ich hoffe einfach nur so sehr, dass da ein Kleid mit dabei ist, was mir gefällt und was mir passt. Ja, we will see. Genau. Was ich auch gestern noch gemacht habe, die Fotos bestellt für oder vom Kindergarten-Fotoshooting. Genau. Wir hatten also jedes Kind hat eine Karte bekommen. Stehen alle Infos drauf, unter anderem ein Zugangscode und dann konnte man sich online einloggen auf der Seite von der Fotografin. Dann hat man alle Fotos oder dann sieht man immer alle Fotos, das war die letzten Jahre auch so, dann sieht man immer alle Fotos, die gemacht wurden. Und dann kann man sich halt eben aussuchen, welche Fotos man haben möchte, welche nicht, ob man Sets nehmen möchte, ob man die Bilder als Download haben möchte und. Da gibt es dann verschiedene Zusammenstellungen, verschiedene Preiskategorien, unglaublich teuer. Ja, da habe ich jetzt ein Set bestellt für Lias seine Fotos, ein Set für Samus Fotos und ein Set für die Geschwisterfotos. Ja. It's expensive, sage ich nur. Aber letzten Endes denkt man sich dann so, ich will sie trotzdem haben. Also es ist, ja, naja, egal. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt. Ich habe die, die ich per Download bestellt habe, gestern dann auch schon per E-Mail bekommen. Und die, die ich bestellt habe, die als Foto, also in so Sets sind dann immer Fotos mit dabei, in verschiedenen Größen, Passbilder, große Bilder, mittlere Bilder, kleine Bilder, Klebebilder, alles Mögliche. Und dann halt eben auch die Downloads und die habe ich jetzt eben direkt schon per E-Mail zugeschickt bekommen und die anderen Sachen kriegt man per Post zugestellt. Genau. Soweit, so gut. Also ich denke, ich werde spätestens morgen meine Wimpern wieder dran machen, weil ich fühle mich wirklich wie so ein Nacktmulch. Also ich weiß nicht, ich mag das gar nicht mehr ohne Wimpern. Irgendjemand hatte mir mal geschrieben, oh, ohne Wimpern ist viel schöner, viel natürlicher. Nein, ich mag es, ich feiere es gar nicht, ich feiere es überhaupt gar nicht. Ich habe ja damals auch, ich hatte ja ganz, ganz lange Wimpern gehabt vom Wimpernstudio. Und ich habe die ja nur abgemacht. Das war ja 1, 2 Monate vor der Geburt, habe ich ja meine langen Nägel und meine Wimpern weggemacht. Und nicht mehr gemacht, weil ich mir gedacht habe, so, okay, komm, ich gewöhne mich schon mal dran, weil nach der Geburt werde ich safe nicht einfach mal nach Frankfurt fahren können und 3 Stunden meinen Beauty-Termin machen. Mit Hin- und Rückflug bin ich dann 5 Stunden weg. Geht logischerweise nicht. Also theoretisch schon. Mit meinem Mann kriege ich das alles irgendwie geregelt, aber es muss nicht sein. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich alle 3 Wochen ist. Und das ist zu krass. Deswegen, ja. Mit den Nägeln, die kann man auch noch so, ja, alle 3, 4 Wochen hinauszögern, wobei ich am Überlegen bin tatsächlich, ob ich diese Sticker jetzt mal verwenden möchte von Manico. Ich glaube, Manico war es gewesen, die mir so am ehesten zugesagt hatten. Ich weiß es gerade gar nicht hundertprozentig. Wo man tatsächlich einfach nur diesen Kleber drauf macht, abfällt unter die Lampe und fertig. Also es geht ja noch schneller als dann beim Shellack sozusagen. Und das ist eigentlich das, wo es mir rumgeht. Mir geht es darum, dass ich meine Beauty-Sachen habe, dass ich mich trotzdem irgendwie wohlfühle, dass ich schöne Nägel habe, schöne Wimpern habe, aber dass ich so wenig zeitlichen Aufwand wie möglich habe. Also dieses halt eben nach Frankfurt fahren und die Nägel machen, ist halt schon immer so eine Action. Ja, wobei ich das ja jetzt dann immer so mit meiner Schwester kombinieren kann, weil sie das ja auch immer macht. Aber es ist trotzdem immer voll der Akt. Und eigentlich habe ich keine Lust drauf. Auf der anderen Seite feiere ich es gerade wieder, lange Nägel zu haben. Aber das ist nicht so, ich sage jetzt mal so, mir ist es eher wichtig, gepflegte, schöne Nägel zu haben, dass die schön bunt sind und so weiter.
also eine schöne Farbe drauf haben. Ob die jetzt ein Stückchen länger oder ein Stückchen kürzer sind, ist gar nicht so schlimm. Aber gerade bei den Wimpern habe ich echt das Gefühl, so, boah, ich fühle mich ohne einfach so. Also jetzt, weil ich gerade noch so ein bisschen gebräunt bin, geht's, aber gerade wenn ich so ein bisschen blasser bin, fühle ich mich einfach komplett krank, wenn ich dann auch keine Wimpern habe. Ja, deswegen diese Geschichte mit selber Wimpern zu Hause machen. Das ist wirklich so die Erfindung für mich absolut genial. Selber zu Hause Wimpern machen zu können, ohne ins Studio fahren zu müssen und da Zeit zu verbringen ohne Ende. Das ist das aller wertvollste. Davon abgesehen, dass man sich jede Menge Geld spart. Davon abgesehen. Aber dieses nicht irgendwo hinfahren zu müssen und eine Stunde, anderthalb Stunden hat es immer gedauert. Hin- und Rückfahrt, das Geld. Dann, wenn mir dann mal ein paar Wimpern ausgefallen sind und ich da wie so ein, keine Ahnung was aussah, richtig ätzend. Wenn mir zu Hause was passiert, kann ich es schnell nachkleben und selbst das passiert dann noch nicht mal. Also, wenn ich überlege, ich habe die Wimpern 2 Tage vorm Urlaub dran gemacht und habe die jetzt den ganzen Urlaub getragen. Ich hätte sie auch noch länger tragen können. Ich habe sie jetzt ja nur wegen der Entzündung abgemacht. Und was ich alles im Urlaub gemacht habe mit Tauchen und Duschen und Wasserspritzer und allein schon Creme, das ganze Schwitzen und so weiter und so fort. Also echt Hardcore-Test überstanden, anders kann man es nicht sagen. Also die Erfindung überhaupt. Also für mich absolut ultimativ. Das ist die Neuheit, die Erfindung 2024 für mich. Es ist wirklich so ein krasser Game Changer. Es ist unglaublich, wirklich. Ja. Deswegen, ich bin halt bei den Nägeln jetzt auch am Überlegen, ob ich da nochmal was Neues halt ausprobiere mit diesen Stripes da halt eben. Wollte ich ja schon länger machen, habe ich dann irgendwie die ganze Zeit nicht gemacht. Also ich gucke mal, ob ich das noch mache oder. Jetzt mache ich auf jeden Fall noch einmal mir die Gelnägel mit diesem French. Will das unbedingt haben, weil ich liebe das. Ich feiere das so, so sehr. Ich muss mal gucken, ob man solche Stripes bekommt, die auch so eine French-Geschichte haben. Das wäre echt, echt cool, dass man sowas dann halt eben hat. Für daheim. We will see. Mal gucken. So, jetzt gehe ich erstmal rein. Lara ist wach gewesen. Habe ich ihr schon die Flasche gegeben. Jetzt ist sie kurz bei meinem Mann am Chillen. Jetzt werde ich sie aber erstmal umziehen und fertig machen. Und dann werde ich mal was zu frühstücken machen. Und dann, ja, starten wir mal in diesen regnerischen Tag. Gott sei Dank haben wir heute nichts vor, nichts geplant. Es ist komplett grau. Richtig eklig. Naja, ihr Lieben. Ich melde mich später wieder. Leute, wir haben mittlerweile 10 nach 11. Ich habe Schluck auf. Ich habe nichts anderes getan, als die letzten 2 Stunden alle möglichen Ärzte anzurufen. Das ist eine absolute Katastrophe, wenn man bei einem Facharzt einen Termin haben möchte. Also wenn man kein Privatpatient ist, hat man echt gelost, anders kann man es nicht sagen. Das ist so krass. Also ich habe einmal wegen Lara angerufen, wieso habe ich denn jetzt Schluck auf, verdammt, Moment. Also einmal habe ich wegen Lara versucht, einen Termin zu bekommen. Das ist schwierig, weil viele keine Babys oder Kinder betreuen mit der Physiotherapie. Ich habe jetzt einen auf die Mailbox gesprochen und hoffe da auf eine Rückantwort, weil die bei uns hier im Ort sind. Da weiß ich aber nicht, ob die überhaupt Kinderbabys machen. Und bei den anderen, die ist in Bad Homburg, was auch vollkommen in Ordnung ist, ist ja in der Nähe. Und die ist spezialisiert auf Babys und Kinder. Das ist halt, wäre mega, mega nice. Und ihr habe ich eine E-Mail geschrieben und einfach um einen Termin gebeten, egal wann sozusagen, Hauptsache der erste freie Termin. Egal welche Uhrzeit, welcher Tag. Ja. Jetzt habe ich wegen meiner Schilddrüse geschaut. Leute, ich habe, glaube ich, alle Schilddrüsenärzte angerufen im Umkreis von hier bis Frankfurt. Also wirklich Hochtaunuskreis abtelefoniert. Dann Bad Homburg, Bad Homburg bis Frankfurt. Frankfurt habe ich dann auch telefoniert. Mir war das dann irgendwann egal, wo. Hauptsache, ich kriege einen Termin. Absolute Katastrophe, egal wo ich angerufen habe, haben die mir gesagt, dass die entweder gerade gar keine Termine vergeben, kompletter Stopp. Oder es war zwischen
Dezember, Januar, die ersten Termine. Also jemanden, denen es irgendwie schlecht geht und der voll die Nebenwirkungen hat, Symptome hat oder weiß der Geier was, zu sagen so, ja, jetzt warten noch mal bis Jahresende, einfach über ein halbes Jahr. Also ich muss echt sagen, wenn man in Deutschland zu einem Facharzt möchte, ist eine absolute, absolute Katastrophe, einen Termin zu bekommen. Man muss wirklich Monate warten. Es ist so schlimm. Ich meine, ich habe es gestern auch bei meinem Mann jetzt erlebt, ja, dass er war bei einem Facharzt gewesen und da ist nichts bei rausgekommen. Jetzt muss er eine nähere Untersuchung machen und er muss einfach wieder jetzt bis August warten. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn bei manchen Leuten dann auf einmal nach vielen Monaten was Schweres bei rauskommt und man monatelang nicht mit Medikamenten behandelt wurde. Also das ist wirklich ein Unding, was hier los ist. Das ist so, 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 so krass. Also es loben ja alle immer in Deutschland das Gesundheitssystem. Klar, es gibt Länder, wo es gar kein Gesundheitssystem gibt und es weitaus schlimmer ist, ja. Aber in Deutschland ist man eigentlich gewöhnt, ja, wenn man was hat, dass man zum Arzt gehen kann und dass man überhaupt eine Versicherung hat und was weiß ich was alles, ja. Also wie gesagt, es gibt viele schlimmere Länder. Aber wenn man wirklich hier zu so einem Facharzt haben gehen möchte, dann hat man echt gelost. Das ist so crazy. Also, naja. Ich habe jetzt auf jeden Fall dann bei meiner Allgemeinärztin angerufen und jedes Mal gesagt und gesagt, hier, ich kriege keinen Termin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gell? Ich will endlich mal, dass meine Werte wieder gut sind und überhaupt, ja. Und ich habe zu ihr gesagt, können wir nicht irgendwie die Werte nochmal abnehmen und gucken, was ich dann nehmen könnte und na, na, na. Und das Problem ist, ich hatte ja immer Schilddrüsenwerte, eine Über- oder eine Unterfunktion gehabt. Zuletzt hatte ich dann Werte, oder das war das letzte Mal, dass ich mir richtig darüber und damit mich auseinandergesetzt hatte, war ja in der Zeit, wo ich schwanger werden wollte. Und da sollte ich ja im Idealfall immer unter 1,0 sein. Auch nicht zu niedrig, aber so in diesem Bereich. Und ich war ja dann bei 4, bei 3, bei 2 und habe es dann irgendwann geschafft und so weiter. Habe mein L-Toxin genommen und so weiter. Und jetzt ist es aber so, mein TSH-Wert liegt bei 0,03. Also extrem niedrig. Das heißt, wenn ich jetzt meine Schilddrüsenmedikamente weiternehmen würde, würde das noch weiter runtergehen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und meistens passiert sowas. Was heißt meistens passiert sowas? Sie meinte halt auch zu mir, man muss einen Ultraschall von der Schilddrüse machen, um zu gucken, ob sich da irgendwas verändert hat, ob da irgendwas passiert ist, weswegen die Werte so krass niedrig sind. Und ja, das ist halt eben Hashimoto, gell? Macht, was es will. Mal so, mal so, mal so. Mal ist es Monate gut und dann auf einmal wieder totale Katastrophe. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall, bin ich bei dieser Seite oder die hat mir dann die Seite DocLeap empfohlen. Das ist ziemlich cool, die Seite. Da kann man oben eingeben, was für einen Arzt man sozusagen sucht, aus welcher Kategorie, was man braucht und dann halt eben noch einen Ort. Und da wird dann alles angezeigt und die ganzen Termine und man kann dann online die Termine vereinbaren. Und da sieht es eigentlich genauso aus. Also ich habe jetzt so Oktober zumindest mal rumgefunden. Ich habe jetzt aber einen Arzt, ich habe wirklich alle Ärzte durchgeklickt und gesucht und gemacht und getan. Und ich habe jetzt einen Termin für Anfang September zumindest bekommen. Jo. Sie meinte zu mir, die Arzthelferin, ich soll wirklich morgens so ab 6, 7 da reinklicken, weil da passiert es halt immer mal wieder, dass jemand einen Termin absagt für den Vormittag oder nach oder für den Tag halt eben. Und dass man den dann nämlich schnell anklicken kann und sich den schnappen kann. Ja, das werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal machen. Und man konnte auch anklicken jetzt bei dem Termin, den ich jetzt fix habe im Se Anfang September, dass die mich benachrichtigen, falls die vorher einen Termin bekommen sollten. Das ist auch sehr cool. Also wenn jetzt bei der Praxis jemand absagen sollte, kriege ich vorher Bescheid und genau. Ja, auf jeden Fall werde ich die Seite jetzt geöffnet lassen und morgens immer mal da reingucken, ob irgendwas ist. Das ist nicht normal. Ich bin wirklich die ganze Zeit am Gähnen. Das ist so crazy. Oh, ich würde gern einfach mal wieder so einen ganz normalen Alltag haben.
einfach aufstehen und fit sein und nicht den ganzen Tag gähnen und müde sein und überhaupt. Ich meine, ich mache trotzdem alles, aber ich fühle mich halt wirklich so, oh, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch richtig, ich weiß gar nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich hatte das damals nämlich auch, als ich, als Hashimoto diagnostiziert wurde, hatte ich immer Halsschmerzen gehabt. Und erst als es zu der Überfunktion gekommen ist, erst da hatte ich eigentlich so keine Halsschmerzen mehr und habe dann meine Medikamente genommen und alles war in Ordnung gewesen. Aber ich kann mich noch erinnern, ganz, ganz, ganz am Anfang, dass ich wirklich immer, immer so leichte Halsschmerzen hatte. Das fühlt sich eigentlich genauso an wie jetzt. Also bin ja gespannt, ob das jetzt dann mal weggeht mit der Erkältung oder ob das durch die Schilddrüse bleibt. I don't know. Ja, ich hoffe, dass da nicht sich großartig was verändert hat. Also es hat sich was verändert, definitiv, sonst wären meine Werte nicht so shit. Die Frage ist, ist was jetzt mit der Schilddrüse passiert? Etwas Schlimmeres mit der Schilddrüse passiert? Kann man das einfach mit den Medikamenten regeln oder nicht? Ja, we will see. Weil die Schilddrüse, wenn die nicht behandelt wird, für alle, die sich nicht auskennen, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, gerade bei Hashimoto, ist es halt eine sehr extreme Erkrankung. Das ist ja dann, führt zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall gibt es ja eine Schilddrüsenerkrankung der Über- oder der Unterfunktion oder halt eben nochmal Hashimoto. Das ist nochmal eine Autoimmunerkrankung, die nochmal ein Stückchen intensiver ist. Und das kann man halt alles mit Medikamenten behandeln. Wenn man diese Medikamente aber nicht nimmt, dann zerstört sich die Schilddrüse Stück für Stück von allein. Also von allein zerstört die sich, bis am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und ja, man muss halt einfach diese Medikamente nehmen, sonst hat man echt ein großes Problem. Ja, weil ohne Schilddrüse kann man nicht leben. Beziehungsweise man kann ohne Schilddrüse leben, aber dann nur mit Medikamenten. Also es funktioniert nicht zu sagen, ich habe keine Schilddrüse mehr zum Beispiel, weil die operativ entfernt wurde oder weil die sich selbst komplett zerstört hat und nimm gleichzeitig keine Medikamente. Das funktioniert nicht. Das endet, das hatte mir mein Schilddrüsenarzt damals gesagt, das endet im Grab. Der hat das knallhart damals so gesagt. Also funktioniert nicht. Man muss die Hormone nehmen, damit der Körper funktioniert. Die Schilddrüse steuert extrem viel im Körper. Und ja. Und wenn es dann halt auch so was Wichtiges ist, wo man einfach Medikamente nehmen muss und man dann aber gesagt bekommt, ja, kommen Sie mal in einem halben Jahr, denkt man sich so, what the fuck? Ganz ehrlich, also. Es ist richtig, 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 richtig übel. Ja. Hat bestimmt der eine oder andere von euch auch schon mal erlebt, dass er einen dringenden oder wichtigen Arzttermin gebraucht hat und einfach keinen Termin bekommen hat bei den ganzen Fachärzten. Das ist so traurig. Also hier läuft einiges schief im Gesundheitssystem, definitiv. Ja, zu wenig Ärzte, zu, keine Ahnung. Naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt für Anfang September einen Termin und werde jetzt halt aber immer regelmäßig reinschauen, einfach mehrmals am Tag mal reinklicken, dass ich durch Zufall irgendwo einen Termin finde. Jetzt gerade ist es zum Beispiel so, dass ein Termin für nächste Woche Montag, also für in ein paar Tagen, frei wäre, abends um 19:30 Uhr. Zu der Zeit bin ich beim Elternabend. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, das ist von der Schule. Meine Mutter macht extra früher Feierabend und kommt extra hierher, wenn mein Mann ja nicht da ist. Und dass ich da hingehen kann, sonst hätte ich mir den Termin auf jeden Fall geschnappt. Richtig, richtig ätzend, der wäre sogar in der Nähe gewesen. Naja, we'll see. Ich muss meinen Akku aufladen. Du brauchst was zum Trinken. Oh, die Kaffeemaschine, die gute, laute Kaffeemaschine. So, da melde ich mich mal wieder. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. Dann ist Lara wach geworden, da hat sie Essen bekommen. Danach saß sie noch ein bisschen bei mir im Hochstuhl und währenddessen hatte ich dann gegessen. Und als ich fertig war, hat sie dann auch, ja, bis dahin verdaut. So. Dann habe ich sie auf ihre Spielematte gelegt. Die liebt es ja momentan so sehr und sie ist so mobil geworden.
sie ist wirklich in einem Moment, was weiß ich, man geht nur kurz irgendwo weg oder guckt mal kurz nicht die ganze Zeit hin. Und dann ist sie auf einmal in einer ganz anderen Position. Und die ist wirklich, also im Rückwärtsrobben ist sie richtig gut. Also die ist wirklich zack, 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 ist sie irgendwie weiß ich wo. Und auch im, also sie rollt nicht, sondern sie dreht sich. Also dass sie nach, keine Ahnung, sie guckt da schon zum Fenster und im nächsten Moment guckt sie zur Tür. So. Ja, leider haben die zwei Physiotherapeuten, wo ich Nachrichten hinterlassen habe, sich noch nicht gemeldet. Ich hoffe, da kommt noch was, dass man da irgendwie zeitnah einen Termin bekommt für die kleine Maus. Ja, genau. Jetzt bin ich gerade eigentlich die ganze Zeit wieder am Arbeiten gewesen, Video schneiden und Co. Jetzt hat der Kindergarten angerufen, dass es dem Lias nicht so gut gehen würde. Er würde eigentlich nur in der Ecke sitzen, liegen, und er sagt, er hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Er hat heute Morgen schon gesagt, dass ihm sein Hals wehtut und ich soll doch mal in seinen Hals reingucken, und es war so ein bisschen rot, aber jetzt nicht großartig was. Das kann auch die normale Farbe sein. Es war auf jeden Fall nichts geschwollen oder irgendwie was Auffälliges. Ja, und ich habe dann gemeint, Lias, tut dir wirklich hier unten der Hals weh oder ist es vielleicht hier dieser Bereich, weil er kriegt ja Backenzähne und er konnte es dann auch nicht so richtig deuten. Und ja, wenn man dann so Backenzähne bekommt, dann kann es ja auch mal sein, dass man so generell Schmerzen hat im Kopfbereich beziehungsweise auch Fieber bekommt oder irgendwie sowas. Er hat jetzt kein Fieber oder so, aber ja, es kann natürlich auch sein, dass er sich bei mir angesteckt hat und er jetzt irgendwie eine leichte Erkältung jetzt gerade halt eben hat. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Okay. Ach, morgen ist ja Turnen, stimmt. Ja, mal gucken, wie es denn jetzt aber geht. ja, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall hole ich ihn jetzt ab. Die haben auch gesagt, die wollten mir nur Bescheid sagen, ob ich ihn holen kann. Oder ob er noch da bleiben soll, weil er hat jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass er zum Beispiel Fieber hat oder er sich übergeben hat oder weiß der Geier was, dass die sagen, hey, du musst ihn abholen. Die haben nur gesagt, hey, ihm geht so und so und so. Wenn sie ihn abholen, wäre es natürlich schöner für ihn, aber es wäre kein Muss jetzt gewesen. Aber natürlich lasse ich ihn nicht im Kindergarten jetzt irgendwie noch 2 Stunden da rumliegen, wenn es ihm, wenn er irgendwie Schmerzen hat oder ihm es nicht gut geht. Deswegen habe ich gesagt, natürlich hole ich ihn ab, ist ja klar. ja. Und dann, ich glaube, ich lasse den Samu aber trotzdem nochmal da, weil dem wird es jetzt einfach nur langweilig sein, wenn der Lias einfach auf der Couch chillt, dann ist Samu langweilig oder keine Ahnung. Deswegen, ich lasse ihn nochmal da, weil Lara hat jetzt bald wieder in so einer halben, dreiviertel Stunde ihre nächste Schlafensphase. Und wenn Lias dann auf der Couch chillt oder was guckt, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen was von meiner Arbeit erledigen, bevor dann alle am Start sind, wenn Lara wieder wach ist und Samu dann zu Hause ist und so. Ja, genau. Ja, ich hole den kleinen Mann mal ab und dann schaue ich mir das Ganze mal an, wie es ausschaut. Ja, oh, es ist natürlich mitten in der Woche richtig geil. Wenn er jetzt wirklich irgendwie krank werden sollte, muss ich echt gucken. Morgen ist Turnen. Der wollte ja, hat sich ja schon die ganze Zeit so aufs Turnen gefreut und dann auch mit seinem Freund zusammen, den ich ja morgen abholen wollte. Da muss ich dann auch gucken, wie ich das mache und wie ich das hinbekomme, wenn Lias zu Hause bleiben sollte. Ich sag's euch. Ich hoffe, dass es nächste Woche nicht so ist, wenn mein Mann im Urlaub ist, weil das ist jetzt schon wieder so voll verhext, weil ich so alles, immer wenn ich irgendwie viel zu tun habe, dann ist immer irgendetwas, was dazwischen kommt. Irgendwelche Sachen von mir, Krankheiten oder halt eben mit den Kids irgendwas. Das ist echt immer, immer, immer so, das ist wie verhext. Ja, deswegen, ich muss halt echt ordentlich vorarbeiten für nächste Woche, dass wenn sowas passiert, ich dann eben nicht in Zeitnot gerate, weil theoretisch, wenn die Kinder ganz normal in den Kindergarten gehen, muss ich nicht vorarbeiten. Ich bin ja auch, sonst würde ich ja ganz normal arbeiten. Aber genau solche Sachen, wenn jetzt sowas wäre, wenn ich halt eben alleine bin und wüsste, okay, ich kann dann eben nicht nachmittags mal keine Ahnung was machen, dann habe ich nämlich ein Problem. Ja, mal gucken, wie es wird. Ah ja, machen wir das Beste draus. Schaut mal, was mein Mann mir vorhin mitgebracht hat.
Ich liebe ja so komplett bunte Sträuße. Das ist einfach so richtig, ja, ich sage immer, also zudem habe ich gesagt, das ist ein Bridgerton-Strauß. Richtig schön. Flower Power, verschiedene Blumen in richtig schönen, kräftigen Farben. Mega, mega hübsch. Ich liebe ihn. Richtig schön. Ja, hat er mich vorhin überrascht. Zu unserem Hochzeitstag. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich mal. Wir haben mittlerweile kurz nach 10 schon. Ja, das letzte Mal habe ich mich gemeldet, da habe ich die, bin ich auf dem Weg in den Kindergarten gewesen. Ich habe tatsächlich den Samu direkt mitgenommen. Der hat mich gesehen und hat sich gefreut. Und da habe ich gesagt, ja, dem Bias geht's nicht so gut. Wir gehen jetzt nach Hause. Soll ich dich später abholen oder willst du jetzt mitkommen? Natürlich hat er gesagt, er will jetzt mitkommen. Ja, ich habe den Elias abgeholt. Da lag er in der Krippe auf dem Boden, aber da war so eine Matte halt eben. Und da lag er zugedeckt und ich dachte mir schon so, oje, er sitzt nicht nur schlapp in der Ecke, sondern liegt richtig zugedeckt, ist dann aufgestanden, hat gemeint, er hat so Kopfschmerzen und Halsschmerzen und sein Bauch tut ihm weh. Ja, dann habe ich ihm geholfen beim Anziehen und dann sind wir zum Auto und er hat schon auf dem Weg zum Auto ständig gesagt, oh, er hat Aua, Aua, Aua. Und ich dachte mir, okay, ist doch nicht so eine Kleinigkeit, weil der Erzieher hat am Telefon halt so das eher so dargestellt nach dem Motto, ja, der ist ein bisschen schlapp und müde und ihm geht es nicht so gut. Ob ich ihn holen kann oder ob es nicht geht, dann nur, dass ich halt eben Bescheid weiß. Und nicht, also es wurde schon so, es war schlimmer, als ich gedacht habe. Sagen wir es mal so, am Telefon dachte ich so, ah ja, ich nehme jetzt mit nach Hause und der hat ein bisschen Kopfschmerzen oder so. Aber es war sehr gut, dass ich ihn direkt geholt habe. Wir saßen dann im Auto und er hat immer wieder nach Bauchschmerzen geklagt. Und bei Lias ist es echt so, wenn er mehrmals sagt, er hat Bauchweh, dann ist es meistens so, dass er sich übergeben muss. Und so war es auch gewesen. Dadurch, dass ich es aber weiß, habe ich ihm vorher eine Tüte gegeben. Ja, also wer beim Auto solche speziellen, das sind so runde Kreise und da hängt eine Tüte dran. Das ist das, was man auch im Krankenhaus kennt, kann man sich überall bestellen. Sowas ist ein absolutes Must-Have in jedem Auto, wo Kinder befördert werden. Ich sag's euch, das ist Must-Have. Und das habe ich ihm schon gegeben und bin dann schnell nach Hause gefahren. Und wirklich, wir haben geparkt und dann hat er angefangen zu spucken. Hat aber direkt reingespuckt und das war auch das einzige Mal, dass er sich übergeben hatte tatsächlich. Wir sind dann hier herein, er hat sich direkt hingelegt. Ich habe ihm auch eine Schüssel hingestellt und sein Trinken, ein paar Brezel, später dann aber erst irgendwann. Und als er sich hier hingelegt hat, hat es irgendwie 10 Minuten gedauert. Der ist komplett eingeschlafen. Der hat erstmal eine ganze Weile geschlafen. Als wir hier angekommen sind, habe ich Temperatur gemessen, weil er sich warm angefühlt hat im Kindergarten schon. Und er hatte tatsächlich erhöhte Temperatur gehabt. Und hat dann, wie gesagt, geschlafen und ist immer mal wieder wach geworden, hat dann geklagt nach Schmerzen und so. Und habe ich gesagt, Lies, ich muss dir ein Fieberzäpfchen beziehungsweise auch Schmerzzäpfchen geben, weil dann geht es dir besser. Weil er die meisten Schmerzen, hat er gesagt, hatte der nur noch im Kopf. Bauch war dann weg gewesen, nachdem er sich einmal übergeben hatte. Und ich habe zu ihm gesagt, Lies, wenn dein Fieber runtergeht, weil er hatte dann zu diesem Zeitpunkt, wo ich ihm ein Zäpfchen gegeben hatte, 39,3 Fieber gehabt. Also Temperatur ist noch kein Fieberbereich. Und dann habe ich gesagt, Lias, du musst Medizin bekommen, weil dann geht es dir wieder besser. Und ja, auf jeden Fall ging es ihm dann aber rasch, schnell, wirklich gut. Er ist danach aber nochmal eingeschlafen, aber dann ging es ihm wieder besser. Und hat dann auch ein bisschen was gegessen und so weiter. Jetzt hat er Abendessen nicht so viel gegessen und ist auch relativ schnell wieder im Bett eingeschlafen. Also mal sehen, wie der Morgen, oder beziehungsweise erstmal abwarten, wie die Nacht wird und wie der morgige Tag wird. We will see. Lias ist fit, der Samu ist fit, Lara ist fit. Die hat hier rumgeturnt und gemacht und getan, Leute. Die ist wirklich, die dreht sich und macht und tut und also im Kreis und ständig robbt sie sich rückwärts und ach, keine Ahnung, es ist so, so süß. Wenn sie dann irgendwo ankommt, dann dreht sie sich und dann robbt sie wieder rückwärts und dann dreht sie sich wieder und dann ist sie nur irgendwie am Wandern sozusagen, richtig, richtig goldig. Ja, irgendwann hatte mein Mann dann auch Feierabend gemacht. Samu war auch ein bisschen bei ihm oben gewesen zwischendurch
Und dann ist er kurz rausgegangen und wollte was zu essen holen, hat er aber nicht gemacht, sondern mir diesen Blumenstrauß mitgebracht. Richtig, richtig schön. Ich finde den so, 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 so nice. Ich liebe solche Sträuße. Schön, bunt, Sonnenschein. Bringt hier in dieses triste Wetter ein bisschen Sommer rein. Ja, ich kann es gar nicht glauben, ey. Wir sind einfach 5 Jahre verheiratet. Mir kommt es vor, als hätte ich schon zu ihm gesagt, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, unsere Hochzeit war gestern, gerade so die kirchliche Hochzeit, die ist ja erst 2 Jahre her. Aber die standesamtliche Hochzeit, das kommt mir vor, als ob das irgendwie 10, 15 Jahre her wäre. Also so wirklich schon richtig, richtig lange. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir theoretisch erst seit 7 Jahren zusammen sind. Wieder zusammen sind. Krass, mir kommt das schon so vor wie immer. Also als ob er nie weg gewesen wäre. Das ist voll crazy. Aber ja, einfach 5-jähriger Hochzeitstag heute. Ja, ich bin dann, war hier viel am Laptop tatsächlich noch gewesen, weil ich echt einiges zu tun hatte. Ich habe viele, viele E-Mails, viel hin und her geschrieben, habe ein bisschen für morgen auch zum Beispiel einen Vlog für morgen geschnitten, dass wenn der Lias zu Hause bleibt, dass ich einfach schon mal so ein bisschen vorgearbeitet habe. Und mein Husten wurde sehr, sehr stark. Ich habe wirklich gefühlt alle 3-4 Minuten gehustet und mein Mann hat dann irgendwie gesagt, du gehst jetzt in eine heiße Badewanne. Es war so um 7 Uhr ungefähr gewesen, bin ich dann mal in eine heiße Badewanne gegangen, habe ein Erkältungsbad genommen. Und tatsächlich, seit ich raus bin oder eben in der Badewanne war, musste ich nicht einmal bis jetzt husten. Also es hilft auf jeden Fall, wenn man sowas mal macht. Ja. Mein Mann ist jetzt noch draußen, der ist aber gleich fertig, der ist schon am Rumräumen. Und dann chillen wir noch ein bisschen. Ja, ich bin aber saumäßig müde. Ich bin schon in der Badewanne halb eingeschlafen. Ich muss mir unbedingt nochmal Augentropfen geben hier. Ich merke schon, mein Auge ist so. Meine Augen, ich bin richtig müde. Ja. Das war's zum heutigen Tag. Mal sehen, wie es morgen wird. Wer daheim bleibt und wer nicht. Ich sag's euch, am Anfang des Urlaubs hatte mein Mann was, Ende des Urlaubs Lara, beziehungsweise so Mitte, Ende des Urlaubs Lara, Mitte, Ende des Urlaubs ich und immer noch. Dann, als wir jetzt wieder zu Hause waren, hatte Samu ja so ein bisschen was und jetzt Lias. Alle einmal wieder durch. Oh, es ist so, so, so nervig, wirklich. Bei so vielen ist halt immer irgendwer, hat immer irgendwas, ist so. Naja. Die hatten heute mit den Vorschulkindern einen Ausflug gemacht. Am Vormittag zu einer Autowerkstatt. Genau, ich habe euch ja schon erzählt, die machen so, klappern so verschiedene Berufe einfach ab. Und heute waren sie in der Autowerkstatt. Sehr cool, dass er das noch mitmachen konnte, aber er hat gemeint, er hat heute Morgen auch schon Bauchschmerzen gehabt und Kopfschmerzen und Halsschmerzen, aber nicht so stark, wie es jetzt war. Er konnte normal laufen und sowas, aber da hat er auch schon so ein bisschen was gehabt. Und ja, vielleicht hat er sich im Kindergarten angesteckt, vielleicht hat er sich bei mir angesteckt, keine Ahnung. Wobei, ich habe ja nur das mit dem Hals. Er hat halt wirklich gesagt, so Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Dann hatte der die erhöhte Temperatur und dann auch noch das Erbrechen. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, wir schauen uns an und hoffen, dass das alles schnell wieder weggeht. Vor allen Dingen, dass die sich nicht hier gegenseitig wieder anstecken. Oh Gott, Leute, ich sag's euch. Es ist verhext. Ach, ich hoffe, dass es nächste Woche nicht ist, wenn ich ganz alleine mit den Kindern bin. Naja, ihr Lieben, jetzt sagen wir, hören und sehen uns morgen wieder. In der Hoffnung, dass morgen alles besser ist. Also bis morgen. Ciao, ciao.